Und damit seid grüßt, meine Zwergen und alle Zwergen zu einem Part Pokémon Uranium mit dem Zwergenfürst. Und hier sind wir in der Arena, in der ersten Arena der Tanto-Region. Und unser Team, naja, ist nicht wahnsinnig gelevelt. Also, ja, Nilin habe ich jetzt auf Level 7 gekriegt. Also ein Level habe ich geschafft. Naja, egal. Starten wir rein ins Abenteuer. Ich tausche mal gerade mal Markus. Der soll ja effektiv sein. Der soll ja kämpfen können. Dann können wir gleich zu Mordi und Pompi wechseln. Ja, Nen wird jetzt hier leider mitgeschleppt. Okay, versuchen wir es. Einmal speichern. Dann würden wir verlieren. Gleich zurück zu diesem Punkt kommen. Sehr gut und los geht's. Hi again. So I don't think we were our properly introduced. What's your name? Zwecky. I like it. Welcome to the No Touch City. Hookmon Gym. Normal type specialist, but you know that already, of course, most folks know me are Maria, champion of Tando. These days of my life are over. Now I supervise young trainers like you on the way to greatness. It's a long, difficult battle all the way up to champion. Have you got what it takes? Your very first test in the Tando League begins now. Na toll, sie war ehemals Champion. Maria fordert dich raus. Na dann. Ich bin gespannt, was wir hier anstellen können. Level 10, okay, ja gut. Also gar nicht so schwer. Matzlepp, na komm. Halt ein wenig durch, Markus. Ja, mit Level 10 könnte er zumindest ein bisschen. Könnte er hinkriegen. Ein bisschen Schaden anzurichten. Markus identifiziert. Okay. Tackle. Das wird der Tackle-Kampf. Das geht übersetzt scheinbar auch Tackle ein. Und ich setze mal das hier ein. Was? Das nächste Pokémon schon. Ja gut. Fennink. Okay, Markus kann kämpfen. Ein bisschen was kann er schon anrichten. Müssen wir gucken, ob man ihn wieder kämpfen lassen. Die dürfte eigentlich nicht ganz so effektiv sein hier. Die ist noch ein bisschen schwach im Kämpfen. Aber ja. Ach, ich schlafe. Ach du Schande. Na toll. Na tolle Wurst. Bag. Habe ich irgendwas, was wir einsetzen können? Medizin. Full hier. Na komm. Markus. Full hier. Sehr gut. Dann können wir weiterkämpfen. Nein. So, Fight. Tackle. Quick Attack. Okay, der Attack kommt über Kämpfer. Quick Attack. Habe ich schon mal eingesetzt. Slam. Ich glaube, Modi kann das. Modi ist der Typ, der die Attacke kann. Ja, kann ich gleich zwei Pokémon auf einen Schlag besiegen. Wenn die ständig wechselt. Vielleicht kriegt das Markus hin. Dass der rechte Zwell besiegt. Na, schauen wir mal, ob wir heute schon den ersten Ohren kriegen, wo wir dort waren. Kläglich dran scheitern und nochmal von neuem starten können. So ein Mist. Antidot war jetzt wahrscheinlich nicht mehr für Schlafen. Verdammt. Hoffen wir, dass wir schnell wieder aufwachen. Sleep. Na gut. Na komm. Halt durch, Markus.
Oh, ist aufgewacht. Sehr gut. Das ging ja schnell. So, dann komm. Pack. Deckel. Sehr gut, alles schon im roten Bereich. Potion. Ja gut. Das ist natürlich... Das ist möglich. Da habe ich auch was. So, Markus, Potion. Ach, das Ding schon wieder. Schnell wird uns nur wieder ein. Gut. Na dann. Unser erster Arena-Orden. Werden wir ihn bestehen? Vielleicht geht's Markus alleine hin. Das wäre der Wahnsinn. Alle drei, vier Pokémon. Alleine bekämpft. Das wäre genial. Ich kämpfe einfach weiter. Lass den Pokémon noch so sehr zurückziehen. Ich wache ja wieder auf. Quick Attack. Ja, schön. Markus ist aufgewacht. Ja, komm, irgendwann kriegen wir dich. Trotz der Tränke, die du einsetzt. Das zögert es nur hinaus. Rote. Okay. Ja, was? Stand da nicht gerade oben? Guten. Okay, Verlenk. Na komm. 1 besiegt. 1-0 für mich. Sehr gut. Ich kämpfe natürlich weiter. Outen. Ja, das ist Outen. Das müssen wir noch besiegen. Wir tackeln das zu Tode. Na komm. Zack. Jetzt schlafe ich wieder. Na toll. Na komm. Alles durch. Mir scheint fast, als hätte der nur zwei. Als hätte die nur zwei. Ich meine, zwei Pokémon. Als wären das seine zwei. Mach's. Was? Na komm. Setz schon ein. Das ist defekt. Okay. Na dann jetzt Tackle. Jetzt durch. Markus schafft's am Ende noch ganz alleine. Gut, Markus Level 8. Level 7 davor. Da kriegt's alleine gerockt. Ganz alleine. Das ist ja geil. Und ich hatte die Befürchtung, was ihr letztes Pokémon scheinbar. Have a great future and but what's about now? Gut, na das wäre ja der Witz. Ich hatte schon Befürchtungen, dass wir zu schwach für den ersten Orden sind. Dabei kriegt's Markus alleine hin. Brauchen wir gar nicht zu befürchten, dass wir hier versagen. Na komm, Tackle. Na komm, da schaffst du es. Zwar Level 12, aber... wenigstens ein bisschen. Ja, ich habe ja nie erwartet von dir. Markus, dass du das alleine schaffst. Das ist ja. Das war ja jetzt schon eine Wahnsinnsleistung bisher. Bis hierhin. Ja, das hat sich auf jeden Fall verdient, dass es im Team bleibt. Also. Markus bleibt im Team. Nach dem Kampf, nach dem Arena-Kampf hier. Aber hallo. Das ist ja wohl. Das hat er sich erkämpft. Dieses Recht. Na komm. Schläft der schon wieder? Im Kampf schlafen, das habe ich nicht verstanden. Kannst du im Kampf schlafen? Das ist doch hier nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Also ich habe zum Glück genügend zu trinken mit drei. Sehr gut. Einmal heilen bitte. Das läuft doch spitze bisher. Naja, bis auf das Einschlafen. Aber gut. Scratch. Na komm, wach auf. Dankeschön. Tackle. Sehr gut. Matslab. Na komm, lass es wirken. Okay, ja, Tackle ist dann doch effektiver. Harden. Ja, Herzner können wir auch einsetzen. Ja, wozu?
Hier wird drauf gehauen. So, ach, schon wieder eingeschlafen, der Typ. Da pennt doch schon wieder, der Markus. Alter Penner. So. Na komm. Komm, wach auf. Aufstehen. So, aufgewacht. Na komm. Im roten Bereich. Und es ist nicht gleich noch ein Training, noch einen Trank gibt. Nice. Na komm. Scratch. Wieder nehmen. Sehr gut. Und eingepennt. Oh Mann. Ja, Markus rechts alleine hin. Was ist jetzt hier wirklich? Ja, Markus ist Sternstunde. Ja, sehr gut. Da brauchen wir uns ja gar nicht mehr Sorgen zu machen. Naja, Sorgen müssen wir jetzt schon machen. Also ein bisschen Training und Gras ist nicht verkehrt. Das ist schon ratsam. Na komm, der letzte Lieb. Zack. Und Pelunke besiegt. Pelunke. Level 9. Nice. Nieder Maria besiegt. Der erste Orden. Markus hat es ganz allein geschafft. Großartig. There. That's the fighting spirit I want to see. You are deserving of this normal badge. 3 guts. 1200 Pokédollar. And go seek right on the half rock. Ja. Congrats. I gotta say, Spirit schumpft in battle. You remind me of when I just started it. Try and hold on to that determination. And I'm sure it's like it take you far. Also take this TM to obtained TM 27. Ich spreche die Zahlen wieder auf Deutsch aus, das ist sicherer. Ja. Sorry. Okay, wir haben den ersten Arena-Orden. Sehr großartig. Wir haben eine neue TM. Schauen wir mal, wie wir uns beibringen können. Back. TMs. X-Attack. Okay, das ist die Ballbox. Wo sind meine TMs? Achso, Return. Das war's. Return. A full power attack that grows more powerful that more reduce an ex trainer use. Okay. Able. Na dann, Markus. Ja, warum nicht? Hat er sich verdient. Nee, nicht noch einer. Es reicht erst ein. Kann an Markus ausprobiert werden. So, den Erfolg müssen wir zuerst nachspeichern. Nice. Sehr, sehr, sehr gut. Na dann. Da ist mein erster Orden. Großartig. Haben wir den ersten Orden geschafft. Weiter geht's. Auf zum zweiten Arena-Orden. Na dann. Okay. Das ist natürlich noch nicht freigeschalten. Mit der Untergrundbahn immer noch nicht fahren. Macht ja auch Sinn. So, hier mal schnell das Pokémon-Team heilen. Und dann geht's weiter auf Route 2. Ist aber schaut. Oder haben wir hier noch in dieser Stadt noch etwas zu erledigen? Mal den Markus heilen. Das war wirklich großartig gearbeitet. Das ist also. Ja, wirklich. Aber wirklich. Hat er sich den Dings verdient. Den Orden. Ja, den Orden nicht, aber. Das war ein ehrenwerter Kampf. Und Trainer. Jetzt.
Oh, cool. When I was a kid, I only got 2 badges and headed home. Traveling the region is tough. Okay, der verrät uns schon, dass nach dem zweiten Orden brutal wird. Brutal werden könnte. Ja, die Tando-Region, die ist schon nix für Nums und Weicheier wie ich. Ah, der Nebenwaiter. Nein. Wir wollen ja keine Namen mehr raten. Okay, hier waren wir doch schon drin. Irgendeiner hat auch gesagt, dass wir später wiederkommen können, aber das war wahrscheinlich jetzt hier nach der Pokémon-Liga. Können wir ja nochmal zurückkommen. So, ab ins Hochgras. Oder auch nicht. Hey, ein Torf. Ein Tor. Right. One interview. Still feeling our high and mighty just cause. You got a stronger starter. I bet you tried to beat the gym leader and she crushed you. What? You won? No way. I was supposed to beat him first. It isn't fair. Well, it doesn't matter, because when I beat you, I prove that I'm stronger than both you and the gym leader. Don't expect to win just because your starters got the advantage. Okay, Rivality fordert uns heraus. Ja, sehr gut. Den werden wir auch noch besiegen. Los, Markus. Ja. Verborgene Kräfte schlimmer in ihm. Wird hören. Testen wir gleich mal die Attacke aus. Komm, ja, Level 10. Muss nichts haben. Oh, gar nicht schlecht. Ist eine normale Attacke. Ja, natürlich. Ja, besser als Tackle. Auf jeden Fall. Mudslap. Hat keine Wirkung, natürlich. Ist auch Flug. Oder? Ne, Ground, das ist Boden. Der Flug ist jetzt nicht so hart, das effektiv. Ja, normal gegen Flug, das bringt schon ein bisschen mehr. Oh, okay, Ticke, das bringt's wirklich. Ja, Ticke ist effektiver. Tja. So. Birby besiegen. Na komm, Markus. Schaffst du. Nice. Level 10 für Markus. Ja, jetzt müssen wir auch Mann in die Welt kämpfen lassen. So, was? Ach so. Headbutt. 70 und 10. The user sticks out its head and attacks by charging into the form. It may also make the target flinch. Harden kannst du vergessen. Herzmann. Und zack. Na, Attack erlernt. Switch Pokémon. So, Minglein, du musst jetzt mal trainieren. Markus ist jetzt schon Level 10. Fast auf dem Sender bewegen. Ja. Das ist jetzt ein Starter. Ja, es wäre zu leicht mit Markus da jetzt aufzuhauen. Jetzt müssen die Minglein ein bisschen kämpfen. Da kommen wir jetzt durch. So viel dazu. Lass mal den Lern kämpfen. Es ist jetzt. Naja, gut, das. Level 10, Level 7, na komm, das ist. Nee. Das war jetzt eine Leistung. Na komm. Ach, das ist jetzt. Jetzt besiege ich mal den. Den Rivalen und dann. Ja, das war jetzt wirklich. Das war jetzt eine Scheißnummer. Nein. Tut mir leid für Nimlein, aber. Du bist gefeuert. Oh, fair, Zwecky, pick me on me like that. You are many. Wherever the professor told me to give you this, just take it, okay? Obtained HM06. Okay. Okay, geht's zum Gym und trainierst dort ein bisschen. There's a letter at
attached to the HM. Dear Zweige, Theo was lingering around town after you left, and I realized I wanted to give this to of you. It's a HM of hidden machine that contains move which can be learned by Pokemon. Teach it to one of yours and be able to smash apart right box. Oh, it's a tumor. Very good. Actually, I was wondering if you could come back to Mokey Town after you get your first batch. I want to see how your Pokemon have grown with the bamboo. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück zur letzten Stadt. Und dafür können wir jetzt das Schneider als Zertrümmerer benutzen. Okay. Dann schauen wir mal. Was dich jetzt retten könnte, nein, ist, dass du Rock Smash erlernen kannst. Dann würde ich jetzt vor allem Sklaven mitnehmen. Okay, Abel, Ninlein. Wenn wir Ninlein als VM-Sklave mitnehmen, dann kann Markus kämpfen mit Ninlein. Der VM-Sklave sein. Längst, wenn wir die nach Ross packen, können wir irgendwann nicht mehr durch Zoogras und Zitrone einsetzen. Na komm. Gut. Dann bleibst du erstmal im Team. Darfst du nicht kämpfen? Bist unser VM-Sklave. Trainieren würde ich trotzdem irgendwie mit, aber. Ja, dass du erstmal drin bleibst. Kündigung zurückgezogen. Bleibst du drin. Gut, Team ist geheilt. Dann setzt man ihn dann mal an die Spitze, dann können wir es immer rauswechseln. Ist zwar blöd, aber ja. Wenn wir ein besseres Pokémon finden, dann weißt du, was los ist. Bist du der Erste, der fliegt. Die erste, die fliegt. Gut. Ist abgemacht. Erstmal unsere VM-Sklave. Und unser HM-Sklave, ja. Okay. Und dann schauen wir mal. So, ich muss zurück zur Stadt. Zur ersten Stadt. Ich glaube, hier lang ging es, oder? Nein. Hier lang ging es nicht lang. Wo kamen wir denn her? Tja, erstmal die Orientierung finden. Ach ja, hier. Hier war's. Durch die Höhle. Oh nein, nicht schon wieder durch die Höhle. Na gut. Der Prof will, dass wir zurückkommen. Waving the area to build a trail. It's known as cumbersome to have to go through this cave in order to get anywhere. Good luck. Could take this, you need it. Good time to receive. Okay. Medizin erhalten. Der hat nicht gegen uns gekämpft. Zu Gott. Ein Tunnel. Ja, sorry. Level 4, okay, das könnte man versuchen. Wenn man da ein bisschen was bringt. Poisoned. Vergiftet. Das könnte unter Umständen ein bisschen Training sein. In Level 4, da wirst du es doch hinkriegen. Das ist doch keine Ursache. Das kriegst du doch hin. Könnte man denken. Rock Smash. Wehe, du verkackst jetzt hier in deinem Leha. Untersteh dich. Scratch. Na komm. Ach, zum Glück. Ein paar Erfahrungspunkte. Ach, vergiftet. Jetzt haben wir dieses ganze Flackern. Gut. Zugleich mal wechseln. Nein, nicht fällt. Pokémon. Das ist so Markus, damit er auch ein paar AP kriegt.
Was? Kein Switch auf? Ach. Verdammt. Oh crap. Rock Smash. Okay, das bringt's. Sehr gut. Ich will gar keinen Trampi ansetzen. Nicht für Minimum. Das habe ich schon abgeschrieben, das Pokémon. Okay, vielleicht sollten wir es doch. Es ist vergiftet. Ist jetzt eh zu spät. Nee, dann. Besiegt. Nein. Na komm. Markus. Erfahrungspunkt für Markus. Du musst auch Level 11 werden. Headbutt, das können wir ausprobieren. Gehört. Na komm. Zack. Nice. Das bringt nicht viele Erfahrungspunkte, aber ein paar. So, hier geht's raus. Somit zuerst mal die nächste Ebene. Dann Spermus. Fliegt ihr nach. So, hier entlang. Oh, wir bräuchten eigentlich einen Schutzanteil. Das gibt's bestimmt mit der Bandit zu kaufen und Pokémon zu haben. Schutz-Items, das wäre jetzt spitze. Muss man hier nicht jedes Mal von dem Tonamisch fliehen. Can't escape, ja, das ist. Sowas ist halt scheiße, wenn du durch die Höhle durch musst. Wir sollen nochmal zum Professor zurück. Dann wahrscheinlich nochmal durch die Höhle. Zumindest ein paar Erfahrungspunkte fürs Team. Na komm, wenn du fliegen kannst, dann fliehen. Mann, can't expect. Kann nicht fliehen. Was ist ein Dreck? Headbutt. Na komm, ist doch effektiv. Sehr gut. Wachst du mich nicht fliehen zu lassen? Du wachst es. Schon mich anzugreifen. Das ist ein Wagnis. Aber mich dann auch noch nicht fliehen zu lassen. Hast du davon? Ach, Dreck. Alle zwei Schritte und dann wird es Pokémon. Und jetzt zweite davon lässt uns nicht fliehen. Natürlich. Was wir gerade hatten. Headbutt. Wenn ihr mich nicht fliehen lassen wollt, dann halt auf die harte Variante. Gut, für mich gibt's neue Erfahrungspunkte, neue KBs. Ja, unter Umständen auch, wenn du Level kriegst. Neue Levels. Ach, dreckig. Was ist doch hier? Es ist doch nicht mehr normal, dass du hier keine paar Schritte gehen kannst. Du besiegst einfach schon selbst. Das ist, ja. Na komm. Geh mal raus. Ah, der Ausgang ist nicht mehr weit. Das war's. Das fangen wir uns nicht. Wir fangen hier nur generationsspezifische Pokémon. Jo. Nur Tandor-Pokémon. Das ist der Deal. Mann, natürlich kann ich nicht fliehen. Hast es so gewollt. Tackle, naja gut, dürfte auch effektiv sein. Attack Mist. Ja! Dude. Na komm, Headbutt. Und nochmal. Mich ja fliehen lässt. Fast ein neues Level 4 Markus hier in der Höhle. Oh. Ja gut. Och, den Zaun, den finde ich immer scheiße. Entwickel dich mal weiter. So, draußen, Route 2. Na komm. So, zurück in der Stadt. Kevlar Town. Ich glaube, das war nicht die Stadt.
müssen noch ein bisschen weiter, um zum Professor zu kommen. So, zack, mal das Team heilen. Schaden tut's nicht. Kann man ihn dann wieder trainieren. Gut. Ab zum Professor. So, runter hier. Den Weg lang. Es dürfte doch jetzt kein Problem mehr sein, durch Route 1 zu kommen. Route 1 ist doch jetzt nicht mehr das Hindernis. Auch die wilden Pokémon hier sind nicht mehr das Hindernis. Kabak. Oh, okay, ich erinnere mich. Ja. Hier wäre ein guter Ort, um Nidalee zu trainieren. So, okay, der wollte uns ein... Warte kurz, der wird uns eine Angel geben, oder? Sehr gut. Ich habe eine Angel erhalten. Sehr gut, können wir angeln gehen. Nicht jetzt. Wir zurück ins nächste Dorf. Das letzte Dorf. Als erster. Zurück nach Hause. Monkey Town. So, Professors Haus war hier. Nein, war nicht hier. Ah, da ist der Professor. Guten Tag. Ah, Zwergi, you made it. Good, good. Why don't you follow me back to the lab? We have to discuss. First of all, I want to congratulate you on getting your first gym badge. Hoffentlich muss das jetzt nicht nach jedem Arena-Orden sein, dass wir hier zurückkommen. I think it's a great idea to take the Thunder Gym Challenge. Who knows how many sites you will see, new kinds of Pokemon you will meet along the way. If you plan to get all 8 badges, next gym is Burrowall Town to the east. Now that you have Rock Smash, baby, you're able to crush those borders blocking the path. But that's not the only reason I brought you here. Tell me, how is your Pokédex coming? Ja gut, ich überspringe mal hier ein bisschen. 15 Pokémon und 5 gefangen. Ja gut, das ist doch gar nicht so scheiße. 10 Pokémons. Okay, dann laber du nicht rum. Lass mich weiter. I'm about to be researching to 10 milestones in the collection. No. No? Do not next time. Okay, ich weiß nicht, was da gerade abgelehnt habe, aber... Ja gut, ich würde mal sagen, Däumchen nach oben sollte euch gefallen haben lassen, aber da wollen wir selbst. Ich bin in diesem Part an dieser Stelle. Ich habe schon ein bisschen überzogen. Da sind wir wieder in der Heimatstadt. Da müssen wir mal kurz mal auf die Karte gucken. Nein, nicht der Pokédex. Safe ist auch keine schlechte Idee. Ich würde gerne wissen, wo ich im nächsten Part weiter gehe. Nächste Orden ist im Osten. Okay, da müssen wir hier hin. Okay, jetzt müssen wir nach Osten. Hier waren wir gerade im Westen, hier bei No Touch City. Ah, verstehe. Jetzt sind wir auch wieder zurückgegangen. Jetzt mussten wir wieder zurück. Ah, okay. Jetzt gibt es hier irgendwo ein... Ah ja, hier gibt es eine Stelle, wo wir Zerbrecher einsetzen können. Hier an dieser Stelle. Ja, sehr gut. Wenn mich nach unten zu gefallen haben, habe ich ja schon gesagt. Ja gut, na dann haut rein, habt einen angenehmen Tag und man sieht sich. Ciao, ciao.